Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Icarus. Jo, so langsam geht's für mich auch zum Ende quasi, weil das ist ja nur dieses Wochenende. Ja, ich bin voll. Das ist ja nur dieses Wochenende jetzt gewesen mit der Beta-Version. Warte mal, machen wir Split. Bei Essen muss ich zwar was. Jo, passt. Gut. Es war ja nur dieses Wochenende mit der Beta und ich wollte natürlich schon so viel wie möglich aufnehmen, aber ich kann halt einfach nicht alles aufnehmen. Das ist verständlich wahrscheinlich in der Knappe der Zeit. So, von daher schauen wir mal. Ich möchte den... Achso, der Sulfur geht ja nicht mehr rein, ne? Habe ich gesagt. Moment. Die Bären lasse ich mal einstecken, die Arrows natürlich auch. Ihr kommt da noch mit rein, ihr kommt da mit rein. Und hier kommen die Dinger hier rein. So, und dann würde ich sagen, schnappen wir uns mal den Speer. Und wir gehen heute auch nochmal los. Ich möchte mal noch weiter nach da hinten gehen. Auch da mal gucken, ob es da noch irgendwo lang geht. Ich glaube nämlich, dass die Map nicht weiter freigeschalten ist als bis daher. Deswegen ist eben auch hier so eine Kante, ne? Wir können jetzt auch erst einmal hier runter gehen. Das wäre jetzt auch mal eine Möglichkeit. Wir gehen jetzt erst einmal da runter. Gehe ich in die richtige Richtung? Ich glaube ja. Gleich wieder Bären mitnehmen, ganz klar. Die Viecher interessieren mich jetzt halt nicht. Obwohl das Rehkitz jetzt natürlich easy gewesen wäre. Aber man sieht schon, ne? Hier ist alles mit Felsen. Von daher glaube ich nicht, dass es hier recht weiter geht. Man kann halt nicht zwischenspeichern. Ich meine, einerseits ist es auch nicht schlecht. Ich mag das ja eigentlich, wenn du ein Game magst und dann das, was du magst, das machst du halt und fertig, ne? Ja, es ist tatsächlich, hier geht's nicht weiter. Es ist quasi jetzt nur dieses Startgebiet, dass man halt mal sieht, wie das Spiel so läuft. Deswegen Beta. Da hätten wir nochmal Mais, ne? Warte mal. Press to Harvest. Also man kann ja hier Mais sammeln. Nur was man damit machen kann, ist natürlich die Frage. Ich werde mal ein bisschen was mitnehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich mitnehmen kann, aber... Es wäre auf jeden Fall interessant. Es wäre für mich interessant gewesen, zumindest mal bis Level 10 zu kommen. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob es vielleicht sogar sinnvoll... Nee, da hinten ist alles Berg, ne? Da wäre höchstens ein Durchgang, eventuell. Dann gehen wir mal doch mal dahinter. Also wenn Wolf, dann hoffe ich, dass nicht zu viele sind. Jawohl, die können wir gleich mal mitnehmen hier. Weil ich habe nämlich sonst nichts an Sauerstoff dabei. Ist ja auch die Frage, werden wir noch irgendwelche anderen Tiere vielleicht finden? Also jetzt außer diesen Hirschen, Elchen, wie auch immer. Oder war es das für jetzt? Da könnte jetzt natürlich auch ein Abgrund sein, ne? Das ist auch möglich. Return to the playable area. Aha. Also ich bin zu weit weg. Hui. Jetzt hätte ich mich fast zurückgeportet. Also es geht nicht weiter. Es ist quasi nur das, was wir jetzt da gesehen haben. Ich laufe doch zurück. Na gut. Ne, es ist... Klar, man will natürlich in der Beta auch nicht alles zeigen, ne? Wenn du schon einen Wolf hörst, dann hör auf zu rennen, weil sonst hast du kein Stamina, um gegen den zu kämpfen.
holen uns hier mal noch Beeren. Aber es ist echt cool. Also ich find's ja so grandios. Im Grunde könnte das auch einfach nur so bleiben. Jetzt würde ich mal sagen, ich baue mal noch ein bisschen was ab. Schauen wir mal, was wir noch so an Levels zusammenkriegen. Der Abbau, der hilft ja. Ein Kommentar war ja, warum man überhaupt hier, wo ja Pflanzen auch wachsen, überhaupt Sauerstoff benötigt. Weil normalerweise ist ja da, wo Pflanzen wachsen, ist ja Sauerstoff, ne? Kann ich natürlich auch nicht erklären, warum. Ich nehme es einfach so hin, wie es ist. Keine Ahnung. Man kann ja auch eine andere Atmosphäre haben, weil es wäre ja möglich, ne? Dass eben hier die ganze Umgebung einfach ein bisschen anders ist. Wir sind immerhin auf einem anderen Planeten, also von daher mache ich mir über solche Sachen eigentlich meistens überhaupt keinen Kopf. Ich nehme es einfach so hin, wie es ist und fertig. Hui! Yeah, geschafft. Okay, dann könnten wir das Iron noch abbauen. Das bringt nämlich auch nochmal 180 EP. Vielleicht sollte ich mich da mal drauf stürzen, dass ich schaue, dass ich so viel wie möglich an Level hochhaue. Weil wir sind nämlich jetzt schon im Level 7, ne? Wir haben sogar einen Talentpoint noch, den wir vergeben können. So, ja, ist in Ordnung. Kannst du das da auch ein bisschen sammeln? Anscheinend, weil wenn ich Stein abbaue, sehe es leider nicht so richtig, 60 EP. Und wenn ich Eisen abbaue, ist es halt um einiges mehr, ne? Es könnte auch sein, dass man jetzt halt eben nur in dieser Beta im Grunde mit dem Steinwerkzeug auch Eisen abbauen kann. Eventuell braucht man später sogar ganz anderes Werkzeug. Es wäre möglich. Wie viel hast du eigentlich einstecken, Inventory-mäßig? 46 Kilo, na, geht schon noch was. Ich würde aber sagen, ne, dass ich jetzt halt hier drauf gehe und mein ganzes Zeug weg ist, was ich jetzt da gesammelt habe. Gehen wir mal zurück auch. Ups. Oh. Moment, gleich mal reparieren. Zack. Und wer weiß, ob das geht, ne? Überhaupt dann später mit dem einfachen Reparieren hier. Da haben wir noch ein bisschen Eisen drin. So. Schauen wir mal. Unsere Hütte ist da drüben. Oh ja, da könnte ich doch mal. Yes. Aber der Pfeil ist weg, ne? Oh ne, da ist er. Dann kannst du auch gleich noch einen Schluck trinken, wenn du schon da bist. Ups. Stealth Attack. Und da ist er genau in dem Ding drin. Ah, verdammt. Ich hatte jetzt gehofft, ich komme da so leicht raus. Wo ist er? Hallo? Da liegt er. So, wir können den ja auch hochheben, ne? Aber da darf ich wahrscheinlich nichts in der Hand haben. F-Hole to carry. Das ist cool. Dann kann ich den quasi nach Hause schleppen. Oh, warte mal, da gibt's doch, glaube ich... Mit C gibt es da nochmal die Ansicht hier. Das ist cool. Aber gut, in dem Spiel ist es, glaube ich, wirklich schöner, wenn man in der Ansicht ist. So, komme ich da jetzt einfach so rein? Ja, geht. Okay, drop. So, weil dann sind wir nämlich gleich mal hier. Wir gehen... Oh, der Ballon ist schon wieder voll. Warte mal, nimm mal deine Fackel in die Hand.
Press F to consume. Yes, und damit sind wir auch schon wieder voll. Also tun wir mal. Ja, da wird wahrscheinlich nichts mehr reingehen, ne? Nee, das stackt schon nach unten. Darf er noch irgendwas? Nee, auch nicht. Wir haben Bones. Ah, wir haben diese Maispflanzen. Aber man sieht ja, ne, das ist auch ratzfatz voll. Da geht, glaube ich, nichts mehr, ne? Nee, das geht auch schon nach unten. Da können wir höchstens noch was reintun. Bones auf jeden Fall. Den Fisch können wir kochen. Keine Ahnung, eigentlich bräuchte ich ja wesentlich mehr an Kisten schon alleine. Gut, dann kommt ihr da noch rein. Die gehen nicht mehr rein. Ihr geht aber noch rein, ne? Ja. So. Schnappen wir uns mal das Messer. Zack, zack. Jo, nimm alles. Und dann schnappen wir uns die... Jetzt schauen wir mal drauf. Mit der Steinspitzhacke habe ich jetzt hier 3 Bones. Mit der Stone Axe auch 3. Mit dem Messer 4. Das ist die Frage, ob das immer so ist. 4 mit dem Bone-Messer. Okay, 3. Und einen. Also ich glaube, dass die Waffen auch tatsächlich unterschiedlich sind von der Fähigkeit, hier etwas zu farmen. So, wir tun mal ganz kurz den Fisch mit rein. Wir machen natürlich auch an. Wir tun das da mal mit rein. Das, keine Ahnung, das kannst du jetzt auch da drin lassen. Das ist eigentlich egal. So, gucken wir mal in unser Baumenü. Crafting. Ich wollte unbedingt diesen Hammer machen, den Repair Hammer. Da brauche ich allerdings 2 Fiber und 6-mal Stone. Fiber und Stone. So, Repair Hammer, mach mal. Craft ihn mal, jawohl, der ist gleich hier drauf. Jetzt bin ich mal gespannt. Nee, das ist tatsächlich ganz noch. Press to interact. Der zum Beispiel hat nur noch 52, ne? Hold to pick up. Den kann ich gar nicht reparieren. Das ist wahrscheinlich wirklich nur für solche Außenwände, ne? Jetzt hauen wir mal mit so einer Axt hier dagegen. Okay, und dann nehmen wir mal den Hammer. Ah, okay. Also das geht zum Reparieren. Das geht auch zum Reparieren. Alles klar, das habe ich nur nicht gesehen, ne? Weil es hat nämlich nur 52 Haltbarkeit. Ist klar, weil wir hier gefightet haben. Die da braucht auch noch ein wenig. Cool. Also das funktioniert ohne Probleme, dass wir das tatsächlich hier reparieren können. So, jetzt gucken wir mal. Ich brauche für die großen Kisten, aber die habe ich noch gar nicht freigeschalten, ne? Ich weiß nicht, für was ich das Ding hier brauchen soll. Firewacker. Quickly beats out fires. Es ist wahrscheinlich, wenn ich jetzt halt, wenn die Hütte brennt oder sowas, kann ich mir vorstellen. Keine Ahnung. So, ich würde sagen, das Bone Knife, oder? Einen Punkt haben wir nur verfügbar. Dann warte mal. Also da bin ich immer noch nicht schlau geworden. Wir könnten... Also im Grunde ist das ja hervorragend hier, um auch Sachen mal zu bauen, ne? Floor Trapdoor. Okay, das könnte ich quasi als Falle nutzen. Alles klar. Ich möchte mal die Treppe jetzt halt machen. Talente, würde ich sagen, gehe ich jetzt halt einfach mal auf Survival, also auf Überleben. Increase Stone from Mining. Man weiß immer nicht, ne? Was man nehmen soll.
Increased meat yield when skinning with a knife. Das wäre, glaube ich, nicht einmal so verkehrt. Okay. Also wir können tatsächlich nichts weitermachen. Jetzt gucke ich mal, ob ich so eine Stufe bauen kann. Crafting. Wahrscheinlich brauche ich da... Oh, brauche ich noch nicht einmal was? Also habe ich einstecken, besser gesagt. Craft. Machen wir mal hier... Deploy. Wie kann ich die drehen? Rotate mit R. Ich will das aber gerne da oben hin... dahin haben, genau. Ey. Yes. Das macht natürlich Lust auf mehr, ne? Das ist klar. Craft, mal, wie viel können wir denn craften? Was ist denn das Maximum? Achso, geht nur noch eins, alles klar. Deploy. Dann machen wir mal... hier so ein Ding und von mir aus da so ein Ding, weil ich möchte nämlich, wenn wir das andere, wenn wir noch weiter skillen, dass ich, da brauche ich Wood. ich gehe nur ein bisschen weg, vielleicht nicht unbedingt in die Nähe von den Wölfen, sollten die noch da sein. Ich würde mal noch Kisten machen. Ich möchte nämlich auch, was war das jetzt? Okay, das hat man ja schon, ne? Hier dieses tanzende Holz, glaube ich. Tsching. So. Das Gute ist, dass mir das irgendwie angezeigt wird hier mit dem... mit dem Holz, was ich dann einstecken darf, ne? Okay, machen wir mal noch eine Kiste, die ich da oben hinstelle. Kann ich zwei machen? Jawohl, Craft. Deploy. Ich mach die jetzt einfach nur mal daher. Ist ja egal. Soll jetzt halt einfach nur mal so eine Art Lager sein, wo ich jetzt einfach mal Sachen reinschmeiße. Ich mache jetzt auch keine Sortierung oder sonst was. Hauptsache ich kann dann eben Sachen reinschmeißen. Allerdings würde ich sagen, das Leder und die Knochen, die tue ich da unten mit rein, da wo sie hingehören. Nee, da gehören sie nicht hin. Da gehören sie hin. Bones, Fur und Leder. So, die kannst du Consume Stack, dann sind wir da auf jeden Fall voll. Dann consumen wir mal Sauerstoff und schon sind wir wieder voll, ne? Das ist cool. So, die Stones kann ich dann später reintun da oben und so. Ich müsste halt schauen, dass wir noch vom Level irgendwie hochkommen, ne? Schauen wir mal. Das sind halt nur 60 XP, ne? Warte mal, vielleicht finden wir noch irgendwie hier... Ja, da. Da sind nochmal solche Vorkommen. Die bringen auf jeden Fall mehr Punkte. 90 XP zumindest. So, mal wieder durchschnaufen. Ja, ja, Stamina, ich weiß schon. Weil dann haben wir nämlich gleich die 8. Und es wird dunkel. Wie schön das dann mit dem Berg mit dem Schatten ist, wenn das so über einen drüber wandert. Also im Grunde haben wir die Möglichkeiten gesehen, jetzt halt hier bei Icarus, die es gibt. Man könnte jetzt halt noch versuchen, hier durch Abbau hochzuleveln, wie sonst noch was. Also so viel wie möglich hochleveln, dass man noch in die höheren Levelzonen kommt. Aber das braucht halt seine Zeit, ne? Wir sind ja schon bei 111.000 EXP, die man braucht. Da bekommen wir auch 90.
Das ist ein Stone. Da hätten wir nochmal. Iron. Iron gibt es auch 90. Nee, 180. Oder stuckt. Ja, weather is coming, alles klar. Das interessiert mich jetzt gerade im Moment nicht. Ich will jetzt erst einmal hier noch ein bisschen abbauen. Level up. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, ne? Das Problem ist nur, dass wir des Nächtens nichts sehen werden. So, jetzt sind schon 135.000, ne? Die wir erreichen müssen. Noch sagt's mir nichts. Storm incoming, ja. Ich denke mal, dass das Zeichen, was man da hat, da oben rechts, da hat man ja die Temperaturanzeige und dann eben jetzt zum Beispiel diese Gewitterwolke. So. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht ein Wolf. Warte mal, wir müssen nach oben. Ich muss die Sachen nach oben reinschmeißen. Die werden wahrscheinlich... Also es kann passieren, dass diese Kisten kaputt gehen, ne? Weil eben kein Dach drüber ist. No shelter. Ich hoffe aber nicht, dass das passieren wird. So, jetzt können wir mal da reingehen. Wir können uns im Grunde... Jetzt guckt Meat Buff Consumed. Naja, ich tue es jetzt mal raus, weil ich glaube, das macht keinen Unterschied, ob das jetzt halt hier im Feuer drin liegt oder ob ich es einstecken habe. So, Storm incoming. Ja, wir haben den Storm gerade schon. Das weiß ich natürlich nicht. Das machen wir nochmal. Press Enter. Aber ich schlafe dadurch nicht, ne? Repair. Repair können wir jetzt dann gleich einmal machen, ne? Sticks, die haben da unten nichts zu suchen. Den Repair haben wir nämlich einmal da wieder her. So, Inventory. Man kann halt hier auch noch Sachen mit reintun, ne? Ich denke mal, dass man gerade dann, wenn man hier den Tech Tree hier noch aufrüsten kann auf den Zweier. Stone Furnace, Rain Reservoir, also das heißt, man kann hier Wasser sammeln, Entschuldigung. Der Crafting Bench, da hat man halt ein Iron Axe und das vermute ich mal, dass man das dann eben auch upgraden muss. Und da kommt halt noch so einiges, ne? Das da zum Beispiel ist, um das Mehl zu mahlen. Dass wenn man auf das Korn geht, dann steht es auch, dass man das damit mahlen kann. Also dass man diesen Mörser hier braucht, ne? Diesen Stössel und wie heißt es? Doch, Mörser, glaube ich schon, ne? Oxygen Buff Paste. Wow, also das ist hier richtig. Flatbread, also man kann dann halt auch, ja, Mehl machen. Herbalism Bench, also dass man uns sich eben Sachen herstellen kann überhaupt erstmal. Finde ich cool. Armor Bench, da kann man sich dann Rüstung herstellen. Jawohl. Ja, und das geht halt richtig weit hinter, schaut euch das mal an. Level required 20. Heftig. So, Tier 3. Coming soon. Titanium Pickaxe. Carbon. Electrical Furnace. Also da kann man richtig dolle was zusammenbauen. Was haben wir da dann? Materialprozessor. Flashlight. Wow. Glass Beam. Composite Head Armor.
Ja, aber ich glaube auch nicht, dass man das jetzt unbedingt schaffen kann hier auf dem ersten Landeplatz. Weil man hat ja diese 20 Tage, ich sage immer Stunden, diese 20 Tage Zeit, ne, um das zu machen. Aber ich glaube nicht, dass das innerhalb der Zeit machbar ist. Weil man sowieso nicht machbar, weil das ja in Realtime läuft da oben. Man sieht ja, dass ich hier schon bei 20 Tagen und 2 Stunden ungefähr bin. Also das ist Realtime, was da läuft. Das hast du nicht einfach mal so in dieser kurzen Zeit alles hergestellt, ne? Weil du musst ja skillen ohne Ende. Ich glaube es zumindest nicht. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es dann auch noch zusätzliche Skillungen hier bei den Talenten, dass man mehr XP erreicht oder so. Das wäre schon möglich, ne? Gut, aber ich würde sagen, wir machen jetzt halt auch an der Stelle Schluss, auch wenn der Part jetzt vielleicht ein bisschen kürzer ist. Aber es gibt hier im Grunde jetzt bei der Beta nicht mehr zu sehen. Aber das, was ich gesehen habe, muss ich sagen, beeindruckt mich schon sehr stark. Ich hoffe auch, dass ich das nächste Wochenende die nächste Beta, in 2 Wochen die nächste Beta dann auch mitnehmen kann. Hoffe ich. Ansonsten tut es mir jetzt schon leid, weil leider ich habe halt meinen Junior auch da und dann ist natürlich die Zeit extrem knapp, da irgendwelche Parts aufzunehmen davon. Gut, ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon mal für ein Like, für Kommentare und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.